Guten Morgen, danke schön fürs Einschalten und willkommen auf meinem Kanal. Für alle, die hier neu sind, ich bin die Lara und das ist der Shadow. Heute möchte ich euch ganz gerne unsere Morgenroutine mit Shadow zeigen, und zwar die Sommermorgenroutine, denn die ist ein bisschen anders als während des Jahres. Und das ist, weil Shadow ein sibirischer Husky ist und es ist einfach sehr wichtig für ihn, dass er so früh rausgeht wie möglich, dass er sich nicht mit der Hitze plagen muss. Also im Sommer stehe ich auf, ob ich es will oder nicht, um 4.20 Uhr, spätestens um 4.30 Uhr. Ich brauche nicht einmal einen Wecker, ich wache einfach von alleine auf, weil wir mit der offenen Terrassentür schlafen. Und sobald die Vögelchen anfangen zu zwitschern, ist es für mich vorbei. Und das ist auch gut so, denn so können wir recht früh rausgehen. Ich ziehe mich gleich an, mache mein Haar und wir setzen uns ins Auto und fahren in den grünen Prater. Letztes Jahr sind wir immer mit den Öffis in den Prater gefahren. Shadow ist super brav in den öffentlichen Verkehrsmitteln, trägt brav seinen Maulkorb und ist auch ganz ruhig. Also das wäre nicht das Problem, aber weil er schon etwas älter ist, ist es für ihn dann sehr anstrengend am Nachhauseweg. Denn wir gehen meistens nach Hause dann so gegen 7:30 und da wird es schon recht warm. Und er hat sich früher immer dann irgendwo mitten am Weg hingelegt und wollte nicht weitergehen. Ich habe das mit unserem Tierarzt besprochen und er hat gemeint, schau, er ist einfach ein bisschen älter, das ist dann irgendwann wahrscheinlich zu viel. Fährt's mit dem Auto oder macht's die Spaziergänge kürzer? Wir haben uns dann letztendlich für die Variante mit dem Auto entschieden, denn das ist die Variante, die Shadow ermöglicht, so lang wie möglich draußen im Grünen zu sein. Er kann sein Leben so richtig genießen, kann laufen, die Wälder und den Park erforschen. Es tut ihm so richtig gut und ich merke, dass es natürlich auch mir gut tut, so viel draußen zu sein. Also wir gehen wirklich beim jedem Wetter raus, außer wenn es dermaßen schüttet, dass sogar er nicht einmal die Nase rausstecken will. Und das passiert sehr selten, weil so ein leichter Regen macht ihm überhaupt nichts. Es ist mir natürlich bewusst, dass das nicht die umweltfreundlichste Variante ist. Die öffentlichen Verkehrsmittel waren natürlich von dem her viel besser, aber ich muss einfach auf die Bedürfnisse von meinem Hund auch schauen. Wie gesagt, Shadow ist schon ein bisschen älter. Wir vermuten, dass er heuer ungefähr 11 wird. Also wir wissen es leider nicht ganz genau. Shadow hatte mehrere Vorbesitzer, hatte kein Glück mit seinen Menschen. Die haben ihn nicht schön und nicht artgerecht behandelt. Der letzte Besitzer hat ihn sogar im Garten angebunden, was sowieso ein Verbrechen ist für jeden Hund. Und für einen Husky ist es umso schlimmer, denn das ist eine Rasse, die sehr viel Auslauf braucht. Seit wir Shadow adoptiert haben, ich habe mit ihm jeden Tag trainiert. Das machen wir nach wie vor. Wir bauen immer ein paar Minuten jeden Tag ein. Wir machen eine Kombination aus Clicker-Training und aus Training, wo ich sehr viel meine Körpersprache einsetze. Der Clicker dient da eigentlich lediglich als ein Marker, der signalisiert, das ist das Verhalten, das ich von dir will. Und das hat uns sehr viel geholfen, denn binnen von ein paar Wochen konnte Shadow auch, wenn es die Situation ermöglicht hat, ohne Leine gehen. Er folgt auch sehr brav, er hat wirklich sehr schnell gelernt. Ach, jeder Hund ist intelligent, also wenn ein Hund nicht folgt, liegt das immer am Besitzer. Da müssen sich einfach Leute selber bei der Nase nehmen, denn es gibt keinen bösen oder schlimmen Hund. Natürlich gibt es verschiedene Charakterzüge, auf die man achten muss, und verschiedene rassenspezifische Sachen, die eine Rolle spielen in der Hundeerziehung. Aber man kann aus jedem Hund sehr viel rausholen, wenn man sich mit dem Hund beschäftigt, wenn man viel Geduld hat und wenn man konsequent ist. Und wenn man es einfach richtig macht und wenn man nicht weiß, wie es geht, dann sollte man sich entweder einen Tiertrainer nehmen oder einfach einen Online-Kurs buchen. Es gibt so viel online mittlerweile, ganz günstig. Es gibt auch sehr viel Gratis-Content, wo man wirklich viel lernen kann, und es gibt auch genügend Hundeschulen. Also da gibt es keine Ausrede. Das ist einfach eine Sache vom Besitzer. Dafür ist der Besitzer verantwortlich. Und mir bricht das Herz, wenn ich sehe, wie viele wundervolle Hunde im Tierheim landen, weil sich einfach viele Leute Hunde nehmen, ohne sich überhaupt zu informieren, was so ein Hund braucht, was wirklich wichtig ist für eine bestimmte Rasse. Dann kommen sie mit dem Hund nicht zurecht. Und dann stempeln sie den Hund als problematischen Hund ab, obwohl eigentlich sie das Problem sind. Jedenfalls, Shadow ist absolut wundervoll. Wir sind für ihn unglaublich dankbar. Er ist sehr intelligent. Er hat so eine süße Seele.
Wir sind unglaublich dankbar für ihn und lieben ihn sehr. Und ja, jeder Morgen ist für mich eine große Freude, egal wie früh es ist, weil ich weiß, ich kann jetzt die Zeit draußen mit meinem Hund genießen. Ich mache ihm eine Freude, ich tue ihm und mir selber was Gutes. Und deshalb stört es mich auch nicht, wenn es so früh ist. Aber genug geredet, genug geraunzt, jetzt werden wir gemeinsam den Spaziergang genießen. Wir sind wieder zu Hause. Wir hatten einen wundervollen Spaziergang und jetzt ist es Zeit zum Fressen. Shadow wird nach dem Bauchprinzip gefüttert. Ich selber bin eine Veganerin, aber ich halte nichts davon, vegane Ernährung einem Hund aufzuzwingen. Ich bin ein großer Befürworter von artgerechter Ernährung. Es tut dem Shadow auch sehr gut. Und ganz wichtig, ich stelle sicher, dass Shadow den ganzen Tag genügend frisches Wasser in seinem Wassernapf hat. Und jetzt ist es an der Zeit, das Fell zu pflegen. Ich werde jetzt Shadow bürsten. Das tägliche Bürsten ist zu unserem Morgenritual geworden. Es dauert im Schnitt ca. 10 Minuten, also es geht ganz schnell, wenn man es wirklich regelmäßig macht. Für den Shadow ist es sehr offensichtlich ganz angenehm. Er genießt das, es ist so wie Kuscheln. Und das ist auch ein ganz gutes Training, weil während ich ihn bürste, muss er natürlich ruhig liegen bleiben. Das Tolle dabei ist, so wird die Unterwolle jeden Tag rausgebürstet. Besonders wichtig in der Zeit, wenn der Hund durch einen Fellwechsel geht. Und wir haben auch so wesentlich weniger Haar herumliegen im Haushalt. Also viele, die Huskies haben oder Schäferhunde, sagen, die haben überall Hundehaare. Aber ich kann das überhaupt nicht bestätigen, denn durch das Bürsten kommt recht viel Haar raus. Und noch dazu haben wir einen Staubsaugerroboter. Also es ist eigentlich gar kein Thema bei uns. Für das Bürsten haben wir ein Set von verschiedenen Bürsten. Also die hier ist eine Massagebürste, wie der Name schon verrät. Damit wird die Haut massiert und ich kann damit so richtig die Unterwolle auflockern. Ich mag ihn ganz gerne in so kreisenden Bewegungen mit der Bürste massieren. Als nächstes kommt dran dann so eine Bürste, die schaut mehr oder weniger aus wie eine Haarbürste für uns. War eigentlich ursprünglich eine Bürste fürs Pferd, aber kann man auch fürs Hundefell verwenden. Da gehe ich noch einmal drüber und somit fange ich auch recht viel von der Unterwolle. Da ist jemand so richtig verschmust, der will das Bauch hier auch bürsten. Dann habe ich so einen Unterwollenrech oder Rechen, wie heißt das? Ja, so einen Unterwollenkamm. Und der sammelt natürlich dann noch mehr von der Unterwolle, der kriegt so richtig viel raus. Mit dem lasse ich mir Zeit und ich bin auch ganz vorsichtig. Schau, dass es dem Hund nirgends weh tut. Dann kommt dran die Zupfbürste. Die hat sehr feine
und sehr spitze Borsten, mit der muss man sehr vorsichtig umgehen. Aber sie ist wirklich ganz toll, denn sie sammelt alles, was noch im Fell hängen geblieben ist, all die losen Haare. Und als letztes gehe ich noch mit so einer Naturbürste drüber. Das ist so ein Feinschliff. Und dann werden noch die Pfötchen mit dem Pfotenbalsam gepflegt. Nur Shadow mag den Balsam sehr gern ablecken. Und deshalb mache ich mir den Balsam selber nur mit 3 Ingredienzien. Auf meinem DIY-Channel gibt es dazu ein Tutorial. Also ich kann das Video sehr gerne hier in der Ecke und auch in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn ich den Balsam auftrage, ich versuche das Pfötchen kurz zu decken, so mit Fleck Shadow eher meine Hand ab. Und dann kann der Balsam ein bisschen einziehen, bis ich dann zum nächsten Pfoti gehe. Und das ist die Menge an Fell, die wir zurzeit rausbürsten. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Und so viel zu Shadow seine Morgenroutine. Somit sind wir auch fertig. Meistens ist es so, dass sich der Shadow, nachdem ich ihn gebürstet habe, ganz gern irgendwo hin zurückzieht. Entweder geht er unter die Treppe und legt er sich hin und schläft mal eine Runde. Heute ist es aber sehr schön, also ich habe die Tür in den Garten geöffnet, also wenn er möchte, er kann jederzeit rausgehen. Und jetzt bin ich an der Reihe und ich würde mir jetzt mein Frühstück machen. Ich habe mir meinen hausgemachten Haferbrei gerade in der Mikrowelle aufgewärmt und jetzt kommen noch drauf Kakaonips und Hanfsamen. Für unseren Haferbrei habe ich ein Rezept und das Video kann ich euch hier in der rechten Ecke und dann auch in der Videobeschreibung verlinken. Und heute habe ich ganz was Besonderes. Ich habe die ersten Erdbeeren aus unserem Garten und die kommen jetzt da auch drauf. Und zu meinem Haferbrei werde ich einen Schwarztee haben. Das ist ein ganz normaler English Breakfast Tea mit hausgemachter Cashewmilch. Dafür gibt es auch ein Rezept auf diesem Kanal. Also ich verlinke das Video wieder in der Ecke oben und auch unten in der Videobeschreibung. Und ich trinke dazu meistens ein Glas Wasser. Heute habe ich hier zum Beispiel ein Wasser mit Minzzweigen. Und während ich frühstücke, mag ich ganz gerne ein Buch lesen. Und diesmal lese ich so eine sentimentale Geschichte. Das ist ein Buch, das ich als Kind etliche Male nachgelesen habe, weil ich das Buch so geliebt habe. Und ich habe das Buch irgendwann auf einem Flohmarkt entdeckt und es musste dann somit gleich nach Hause mitkommen. Von Astrid Lindgren, die Kinder aus Bullerbü. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich mag mir ganz gerne mit dem Frühstück so richtig Zeit lassen. Ich esse einfach in Ruhe und langsam und genieße es. Und wenn ich fertig bin, räume ich alles weg, dann packe ich meine Sachen und wir gehen gemeinsam mit Shadow ins Büro. Das Büro ist ungefähr 2 Straßenbahnstationen weit. Wir gehen aber zu Fuß. Und dadurch, dass Shadow zuerst frisst, wenn wir nach Hause kommen und dann wird er erst gebürstet und dann habe ich erst mein Frühstück, ist es auch immer genug Zeit zwischen seinem Futter und zwischen dem Spaziergang vergangen, weil es ist gar nicht so gut, wenn Hunde sofort nach dem Essen wieder rausgehen. Und wenn wir ins Büro kommen, legt er sich meistens dann auf sein Plätzchen hin und schläft einmal ein paar Stunden. Und dadurch, dass es so früh ist, ist es noch nicht so heiß. Also der Ablauf in der Früh ist im Sommer für einen sibirischen Husky einfach ideal. Und im Büro haben wir auch noch dazu so ein Klimastandgerät, somit ist es wundervoll kühl. Das ist für ihn sehr angenehm und bis er wieder Gassi gehen möchte, bis er wieder bereit ist und ausgeschlafen ist, ist die Mittagssonne auch schon längst vorbei. Und das war's. Das ist also unsere Morgenroutine über den Sommer. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so ausschaut im Sommer. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, wünsche euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns irgendwann beim nächsten Video. Tschüss!